Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Was ganz Ungewöhnliches. Wir testen ein bisschen Make-up. Ich habe ein großes Paket von Essence zugeschickt bekommen mit den Neuheiten, Updates, Herbst-Winter-Sachen. Mit der Herbst-Winter-Kollektion inklusive solch einer Tasche. Alle Produkte, die hier drin sind, sind jetzt hundertprozentig vegan. Und ich glaube, dass das den einen oder anderen auch interessieren könnte. Deswegen bin ich bis jetzt nur so im Gesicht geschminkt. Ich habe weder meine Augenbrauen gemacht, noch meine Wimpern getuscht, noch irgendwelchen Lidschatten. Ich habe lediglich Sachen auf meinem Gesicht. Also Foundation, Puder, Concealer, sowas. Der Rest fehlt noch, den Rest machen wir gemeinsam. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Also, so sieht das Päckchen aus. Da ist halt wirklich allerhand drin. Liebe Sandra, mit dem Essence Herbst Winter Update 2021 haben wir unser Ziel erreicht. Hundertprozentig vegan, alle Produkte, alle Produktneuheiten des Updates sind komplett vegan, also ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs. Uns liegen Tiere und die Natur am Herzen. Dadurch haben wir in deinem Namen 25 Quadratmeter Blumenwiese gepflanzt, um wertvolle Lebensräume für Tier und Natur zu schaffen. Ja, nun steht hier noch so ein bisschen was anderes. Und ich würde sagen, los geht's. Mein Puder ist übrigens leer. Also es ist nicht leer. Es ist einmal kaputt gegangen. Deswegen glänze ich ein wenig. Aber das müssen wir jetzt hinnehmen. Ich gucke mal rein, mit was wir jetzt starten. Also ich habe solch eine Brow Styling Soap. Die habe ich auch noch nicht geöffnet. Bürste vorab leicht mit Wasser anfeuchten. So sieht das ganze Schmuckstückchen aus. Ein Spiegel und hier ist die Soap. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal Fixierspray. Ist ja quasi Wasser. Und dann gehe ich hier rein. Das Bürstchen ist ja wirklich sehr zart. Und dann starten wir mit Produkt Nummer 1. Augenbrauen. Ich habe hier unter mir meinen Spiegel und versuche mal irgendwie... Es regnet übrigens ein bisschen, wenn ihr das jetzt hört. Meine Augenbrauen mal so ein bisschen in, oh, geht aber gut, Form zu kriegen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Nochmal nass machen. Jetzt bin ich nämlich noch nicht nass genug. Ich habe schon so wenig Augenbrauenhärchen. Und da ist mir doch ein ernstes Eins ausgefallen. Gerade eben. Das Bürstchen macht sich ein bisschen doof, weil es einfach wirklich mini ist. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwo, ach doch. Ich habe hier noch solche Spoolies, dann nehme ich jetzt das mal, weil mir das Bürstchen wirklich viel zu klein ist. Ich glaube, wenn ihr einfach ein bisschen mehr Augenbrauen habt wie ich, dann klappt das wirklich gut. Es wird halt leider auch sehr, sehr schnell einfach wieder trocken. Vielleicht klappt es mit Wasser besser, aber dazu müsste ich jetzt runtergehen. Ich habe halt nicht so viele Härchen, deswegen können wir da auch nicht so viel bürsten. Naja gut, wir lassen es. So, was haben wir denn noch? Ich habe hier einen Wachspen. Wachsstift, der Augenbrauen formt und fixiert. Ah, den hätten wir auch machen können. Mit Farbe gleich. Das finde ich ja eigentlich noch geiler. Der gibt auch so ein bisschen Farbe ab. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das mag ich eigentlich lieber. Okay. Gibt es auch noch in... dunkler. Wir nehmen jetzt einfach mal den dunkleren für hier hinten. Oh ja, der gefällt mir besser. Also jetzt habe ich natürlich schon mit Wachs, also mit Seife. Ah, den finde ich gut. Man muss gar nicht so doll aufdrücken. Richtig cool. Nee, der, ey, ohne Spaß, der ist wirklich gut. Ich kämme das jetzt ein bisschen in die jeweilige Richtung, weil ganz so buschig... Mag ich es dann doch nicht. Ich werde jetzt hier bloß noch mal ein bisschen nachmalen. Einfach hier unten so ein paar Härchen dazu. Ne, ohne Spaß. Also den finde ich wirklich schöner als den, die Soap Brow. Richtig cool. Das gefällt mir gut. Das finde ich nice. Dann ist hier noch so ein Aftershape. Brow Roller. Ein Aftershave Brow Roller
feuchtigkeitsspendender und beruhigender Augenbrauenroller zur Pflege gestresster Haut nach dem Augenbrauenformen. Einige Minuten nach dem Zupfen oder Wachsen. Ah, okay, also das ist ein Pflegestift. Den gebe ich mir jetzt nicht auf. So, dann haben wir hier einen Wimpernkleber. Ach, guck mal. Okay, es hätte den Braustift auch noch ein bisschen heller gegeben. Also ich hatte ja erst den ganz hellen und den ganz dunklen und dann gibt es den auch noch in Mittel. Also Mittel und ich finde das richtig gut. Also das Teil gefällt mir richtig gut. Das werde ich jetzt öfter mal benutzen. Ja, mag jetzt nicht jeder, sind jetzt sehr dominant, aber finde ich super. Eine Brow Mask, eine After Overnight Brow Mask ist noch dabei gewesen. Feuchtigkeitsspendende Augenbrauenmaske. Das probiere ich heute Abend gleich mal aus. Ein Augenbrauengel. Das probieren wir doch jetzt noch aus. Ich habe ein Augenbrauengel in einem mittleren Ton. Das ist Light Medium Brown. Und hier ist Dark Brown. Und das ist eine neue Textur. Wir nehmen mal jetzt das helle, einen abgeschrägten Pinsel. Oh, das ist butterweich. Guck mal bitte, wie weich das ist. Bin einmal kurz reingegangen. Richtig cool. Und jetzt ziehen wir uns einfach mal hier ein paar Härchen nach. Ich habe ja so ein Augenbrauen Microblading drunter, was mir nicht mehr gefällt, weil es einfach viel zu aschig, also viel zu graustichig geworden ist und ich jedes Mal darauf angesprochen werde. Deswegen muss ich immer irgendwas an meinen Augenbrauen machen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Da mag ich aber die hellere Variante ein bisschen lieber. Die sind jetzt schon sehr dominant, meine Augenbrauen, ne? Muss man ja mal sagen. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Es waren ein paar Lidschatten dabei. Und zwar 4 Stück und ein paar Solo-Lidschatten. Ich zeige euch erstmal die Paletten. Also wir haben die Ice Ice Baby Eyeshadow Palette in diesem Farbton. Wir swatchen mal. Blau. Wir gehen mal in diesen silbrigen Ton. Ui, das sieht richtig schön aus. Das steht bestimmt einigen. Dann habe ich die It's Like a Move It. Like to move it, move it. Das wäre die. Also wahrscheinlich Mauve-Töne. Ja, sehr hübsch. Wir swatchen mal den Ton. Hier unten den, also den. Butterweich. Wieder einen metallischen Ton. Ich glaube, die sind auch sehr schwierig zu pigmentieren. Ein Spiegelchen ist überall mit dabei. Dann haben wir die Bronze This Way. Die finde ich persönlich am schönsten. Also ich habe jetzt noch nicht die grüne gesehen. Dann nehmen wir mal den Ton hier. Und machen hier. Und dann nehmen wir diesen Ton. Den finde ich auch. Also sowas trage ich privat ja auch super gerne. Oh mein Gott. I love it. Und dann haben wir Dancing Queen, Dancing Green. Einmal dieser Ton. Diese Palette. Auch hübsch. Wir nehmen gleich mal hier das Matt Schwarz. Das ist gar nicht schwarz. Das ist so ein grün-schwarzlicher Ton. Und so ein grün-schwarzer Ton. Und wieder einen schimmernden. Nehmen wir das Gold? Wir nehmen beide. Ich nehme einmal das Gold. Oh mein Gott, ich lieb's. Und den Ton daneben hier.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt mache ich mal meine Hände kurz sauber, also meine Finger. Und dann habe ich noch 6 von diesen Soft Touch Eyeshadows in einem Weiß, in einem Schwarz, in einem Rose Gold. Ich habe mir extra ein altes T-Shirt angezogen. In solch einen Ton. Wir werden auch gleich mal swatchen. In dem Grün. Das erinnert mich so ein bisschen an Club von MAC. Hier unten. Oh mein Gott, ich lieb's. Ich liebe es. Und wir gehen mal in diesen. Bin gleich voll. Ja, der ist auch hübsch. Und wir nehmen mal den Rose Gold, diesen. Machen wir hier. Oh, den finde ich süß. Also der ist wirklich ganz leicht, so einfach nur so schimmernd, aber wirklich niedlich. Also eigentlich perfekt so für den Alltag. So, wir machen die ganzen Sachen jetzt mal ab. Ich mag diese kleinen Paletten. Ich bin nicht mehr so der Fan von Lidschatten, aber das ändern wir heute. Welche Palette werden wir nehmen? Die? Grün? Ob das so eine gute Idee ist? Ob mir grüne Farben stehen? Ich weiß es nicht. Mache ich das jetzt? Also ich persönlich hätte mich dafür lieber entschieden. Für die rote. Ich muss mir die Farben nochmal angucken. Ach komm, wir machen's. Was soll's. Also, ich nehme jetzt erstmal einen ganz normalen Pinsel und gehe in das helle hier hinten. Das ist You Can Dance. Und gehe damit über mein komplettes Lid. Einfach um so eine kleine Base zu schaffen. Ich weiß nicht so recht, ob mir die Farben wirklich stehen, aber was soll's. Ich habe übrigens ein Wimpernserum ausprobiert und ich habe das Gefühl, meine Wimpern sind so krass ausgefallen. Das ist richtig, richtig schlimm, aber egal. Gehen wir in diesen Ton und damit gehe ich jetzt einfach in die Lidfalte. Sie sind schon sehr krümelig, das haben wir uns ja fast gedacht. Einfach, aber richtig krass pigmentiert. Ich muss es gleich verblenden. Es war eine dumme Idee, mir scheinbar gleich mein Make-up aufzutragen. Aber egal. Okay, die Farben sind wirklich, wirklich gut. Ich gebe mir das jetzt einfach so ein bisschen in die Lidfalte, um die so ein bisschen zu vertiefen. Wir gehen auch gleich noch mit einer anderen Farbe dazu. Der Pinsel ist fast ein bisschen zu groß dafür. Deswegen hatte ich erst diesen gewählt. Das mache ich jetzt auch nochmal. Damit gehe ich in die Lidfalte. Und dann sieht die nämlich so aus. Und dann verblenden wir das. Ich brauche mal einen Pinsel. Am besten, wartet mal. Wenn wir jetzt nämlich schmaddern, dann fliegt das alles aufs Puder. Ich mag die Farbe eigentlich ganz gerne. Also es ist jetzt nicht so ein krasses Grün, aber auch nicht unbedingt schwarz, sondern wirklich schön. So, dann nehmen wir mal einen kleineren Pinsel, wenn ich einen finde. Ja, und zwar so ein. Und dann dachte ich mir, wir gehen mal in dieses Schwarz daneben. Also das war nicht so ein klassisches Schwarz. Huh. Das ist schon sehr bröckelig. Seht ihr das? Sieht das alles da? Aber jetzt haben wir uns was gedacht. Ich gehe jetzt hier hinten an meinem äußeren V und ziehe das jetzt einfach so hinein, um das hinten so ein bisschen zu vertiefen. Das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Ich mag diesen hellen Ton, den wir am Anfang raufgegeben haben. Der ist wie so ein bisschen schimmernd einfach. Den gebe ich mir auch nochmal unter meine Augenbraue. Gesundheit. Seht ihr das?
Ist mir aber jetzt zu hart hier. Deswegen einmal so. Was habe ich denn hier bitte für eine lange Augenbraue? Ich muss jedes Augenbrauenhärchen eigentlich schützen. So, dann gehen wir nochmal in dieses Schwarzgrün hier hinten. Ziehen hier einfach so einen Strich lang und dann in das in die Lidfalte, so das äußere V, und verblenden alles. Und so könnt ihr ja alles so intensiv machen, wie ihr wollt. Okay, so jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns diesen Ton und da gehe ich mit den Fingern rein und dann trage ich mir den auf mein Lid auf. Aber dass ich mich da am Anfang so gesträubt habe, mag ich eigentlich ganz gerne. Hä? Ich habe noch eine vierte Farbe davon. Die ist dann noch dunkler? Nee. Okay, zwischen dem ganz dunklen gibt es noch quasi Farben. Alles klar. So, dann habe ich noch Eye Pencil in meinem Paket gehabt. Und zwar die Essence Long Lasting Eye Pencil in Sparkling Black, in Sparkling Brown und in Sparkling Black. Ja gut, das war wahrscheinlich ein Fehler. Also, in Sparkling Black. Schaut so aus. Ich glaube, das könnt ihr gar nicht so richtig sehen, dass das wirklich so... Und in Brown. Wollen wir Braun nehmen? Wir nehmen Braun. Das ist nicht ganz so hart. Aber er malt gut und er ist sehr, sehr weich. Und einmal auf der anderen Seite. Sehr süß. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt mal unten. Gefällt mir gut. Also der gefällt mir wirklich gut. Macht das Ganze gleich noch ein bisschen dramatischer. Wenn ich das hier vorne könnte, dass man hier vorne so ein, wie so ein Wing, kann ich aber nicht. So, dann habe ich Mascaras. Und zwar einmal die Isle of Extreme in Mini Size. Das ist ja scheinbar eine sehr beliebte Mascara, aber ich mochte immer nicht dieses fette Bürstchen. Hatte die schon immer ein Dings? Ein Silikonbürstchen? Scheinbar. Und dann habe ich diese drei. Und zwar einmal die Double Trouble Mascara in Extra Black für Definition und Volumen. Die schaut so aus. Oh, dann haben wir die Double Trouble in Waterproof. Die sieht dann wahrscheinlich genauso aus. So. Jetzt muss ich mir die nochmal angucken. Ja. Und die Lash Princess Curl and Volume Mascara. Die ist ja auch scheinbar sehr beliebt bei euch. Die habe ich schon ganz oft gelesen. Hier auf dieser Seite sind mir übrigens Wimpern ausgefallen. Überragend. So, wir nehmen jetzt mal die Waterproof-Variante. Nicht wundern, wie gesagt, hier fehlt mir auf der Seite auf jeden Fall ein bisschen Wasser an Wimpern in der Mitte. Nach dem Wimpernserum. Aber es kommt da schon dazwischen wieder nach. Deswegen klebe ich mir eigentlich immer irgendwelche Lashes. Okay. So wäre die erste Schicht. Hier zwischen fehlt mir, wie gesagt, so ein Stück Wimper. Das lassen wir mal einziehen. So, wir machen jetzt auf der anderen Seite mal die Lash Princess Mascara. Die Seite ist auch meine bessere, meine stärkere Seite. Ich suche ja immer noch die perfekte Alternative zu meiner Mascara, also meiner Catrice Glam and Doll. Ich habe nämlich, also nochmal zum Wimpernserum, ich habe nämlich ein Wimpernserum zugeschickt bekommen und dachte mir, ich probiere das aus. Und sonst benutze ich ja nur Rizinusöl, das mache ich jetzt zurzeit auch wieder. Ja, die Seite werden wir wahrscheinlich nicht besser hinkriegen. Aber so schlecht sieht es gar nicht aus, finde ich. Die mag ich eigentlich ganz gerne, die finde ich wirklich gut. Ich habe dann noch einen Spiegel mitbekommen und einen
Ein Wimpernkamm. Ne, das probieren wir doch gleich mal aus. Ich dachte, das ist was ganz anderes. Sowas wollte ich schon immer haben. Ein Kamm. Vor allem für meine abgegrabbelte Seite hier. Was sagt ihr? Ist besser, oder? Gehe jetzt auch gleich nochmal lang. Irgendeine Mascara bröselt ein bisschen. Ups. Wir nehmen jetzt die nochmal, die Double Trouble. Die mag ich aber irgendwie nicht so gerne. Ich finde die andere jetzt so auf dem ersten Eindruck besser. Aber die ist ja also nicht unbedingt neu. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe da noch Wimpern drin gehabt. Aber diese Wimpern habe ich damals schon immer gehasst. Ich finde die eigentlich ganz schrecklich. Ja. Ich würde fast sagen, dass ich schon gut im Wimpernkleben bin. Aber die gehen einfach gar nicht. Ich will sie mir mal wenigstens kurz auflegen. Es wird falsch rum. Ja, die müssen nach hier. Ich finde, die sehen immer so wirklich extrem künstlich aus. Oh, nee. Nee, Mädels. Das können wir nicht machen, das geht gar nicht. Die absolut nicht. Ich, wie gesagt, ich fand die damals schon ganz schrecklich. Fürchterlich. Die lassen wir jetzt so. Das, was ich immer gerne mache, ist, dass ich mir Magnetwimpern klebe. Und das sind nur diese ganz kleinen für quasi hinten. Das können wir jetzt mal hinten ran machen. Habe ich gerade da hinten, wo mir auch so ein paar Wimpern einfach ausgefallen sind, ein bisschen mehr Volumen. Das wäre jetzt das fertige Ergebnis. Ich mag es eigentlich ganz gerne, hätte ich jetzt nicht gedacht. Obwohl ich die Farbkombi aus diesem Grün eigentlich nicht so favorisiere. Aber gut, ich tusche mir jetzt nochmal ein bisschen meine unteren Wimpern. Dann nehme ich hier mal diesen fetten Klopper. Ja, ich mag es eigentlich wirklich gerne. Dann gehe ich hier einfach rüber. Oder wie ihr jetzt sagt, was sagt ihr? Ich mag es wirklich. Die beiden Sachen werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich meine Augenbrauen wachse. Ich muss hier unbedingt mal aufräumen, das ist ein absolutes Chaos bei mir hier in meinem Schminktisch. Ich mag eigentlich alle Produkte gerne so auf den ersten Blick, muss ich wirklich sagen. Also hier von diesen Dingern war ich echt überrascht. Auch von den Eyeshadow-Paletten, da haben wir jetzt nur eine getestet, aber das können wir ja gerne nochmal machen. Oder ich werde euch auf jeden Fall updaten. Das Einzige, was ich absolut schrotti finde, sind diese Wimpern. An mir sehen sie einfach immer schrott aus. Ich kann es nicht anders sagen. So, mein klassisches Make-up-Tutorial. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag. Fühlt euch gedrückt, eure Sanna. Tschüssi!